Gewehrplay Risen 2 Dark Waters, ein neues Projekt in meinem Kanal. Kaum dass Risen 1 beendet wurde, geht's weiter mit Risen 2. Ich bin gespannt, was aus dem kleinen Helden, seiner Kneipenwirtin Patty und der Insel Faranga geworden ist. Wobei ich glaube, Risen 2 spielt gar nicht auf Faranga. Man kann da gar nicht hin, glaube ich. Und da komme ich schon zu einem wichtigen Punkt. Ich habe Risen 2 noch nicht gespielt. Vor 2 Jahren habe ich es mal angefangen und habe vielleicht so 20-25% vom Spiel gespielt. Und das ist 2 Jahre her. Ich habe fast alles wieder vergessen. Das heißt, im Gegensatz zu Risen 1 spiele ich das jetzt blind. Ich werde also sehr viel mehr Fehler machen, sehr viel mehr herumirren. Aber das kann auch ganz interessant werden, denke ich mal. Was den Charakter angeht, werde ich wieder ein bisschen Rollen spielen. Also ich werde wieder ein bisschen versuchen, nicht alles zu machen, was technisch möglich ist und ein paar mehr Sachen zu machen, die technisch nicht möglich sind. Und was die Fraktionen angeht, meine ich mich zu erinnern, dass es in Risen Teil 2 3 Fraktionen auch wieder gibt. Einmal die Inquisition, einmal die Piraten, Fragezeichen, und einmal diese Voodoo-Priester, Zauberer, eingeborenen Menschen, nochmal Fragezeichen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die Kristallmagier gibt es in Risen Teil 2, glaube ich, gar nicht. Was schade ist, weil das ja die Fraktion war von Risen Teil 1. Und deswegen habe ich mir überlegt, naja, ich habe ja damals einen Magier-Dieb gespielt. Wenn jetzt der Magier nicht so spielbar ist hier in Risen Teil 2, dann tritt der Dieb halt noch mehr in den Vordergrund. Und dazu passt dann die Klasse Pirat am besten oder die Fraktion Pirat. Ich hoffe, die gibt es überhaupt nicht, dass ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. Aber ich glaube, die gibt's. Und wenn nicht, dann werde ich mich irgendwann im Spiel eines Besseren belehren lassen und dann die Fraktionsentscheidung nochmal neu treffen. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Ich war nur gerade ein bisschen in den Optionen und habe dann gesehen, dass ich hier auch wieder eine Schwierigkeit auswählen kann. Und ich wähle den Schwierigkeitsgrad schwer. Und dann würde ich sagen, geht's mal los. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords. Und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Allem Respekt, mein Gott. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja, ja. Na
Neuer Rang, Leutnant. Neue Quest, trifft den Kommandanten. Inventar, öffne Taste I. Also, Kommandant Carlos, da klingelt doch was. Den gibt's also auch noch. Und das hier, das ist der kleine Held. Er kratzt sich am Hintern. Hallo, du bist zum ersten Mal im Bild und dann das. Also, ja. Sieht er sich ähnlich? Ich weiß nicht. Ich mache mir gerade mal einen kleinen Spaß und hole mal ein Bild vom kleinen Helden. Hör doch mal auf, dich zu kratzen. Und hole mal ein Bild vom kleinen Helden aus Rissen Teil 1 dazu. Und dann schaue ich mal, wie er aussieht. Also, er trägt mehr Bart, die Haare sind länger, er scheint ein bisschen abgenommen zu haben. Und ja, seine Augenfarbe ist irgendwie anders und ja, der verhärmte Gesichtsausdruck ist immer noch der gleiche. Naja, soweit so gut. Was mich gerade ein bisschen beunruhigt hat, war im Hintergrund, als der Sprecher da gesprochen hatte, Xardas, da war ja so ein Seetang zu sehen, zumindest dachte ich, es wäre Seetang. Und dann habe ich mal gezählt, es waren genau 8 dieser Schlingen. Das könnte also auch ein Oktopus gewesen sein. Was mir nicht so gefallen würde. Inventar öffnen. Ah, Inventar. Was habe ich denn da? Rechte Hand. Ich habe eine rechte Hand. Ich habe eine linke Hand. Ich habe einen Kopf, Körper und so weiter und so fort. Aha. Da kann ich irgendwas anziehen. Damit muss ich mich mal beschäftigen bei Gelegenheit. Hier unten ist wahrscheinlich wieder die Schnellleiste aktuell angelegt. Nichts wie nichts. Ich habe doch was an. Benutzbar, Plunder. Was ist denn das? Kugeln. Aha. Alles. Ah, hier Ausrüstung. Hä? Piratenhut. Das ist das, was ich anhabe, oder nicht? Ich habe Piratenklamotten an. Das sind Piratenklamotten. Ring des Meisterschülers. Mit diesem Ring am Finger erhält der Träger zusätzlich 5% Ruhm. Ah, okay, schön. Charakter, das sind seine Stats. Voodoo, aha. Ja, Voodoo werde ich dann in diesem Let's Play wohl nicht machen. Ach, wie siehst du denn aus? Kann ich dich hier drehen? Nee. Guck mich nicht so böse an. Wir haben noch 4 vor, mein Kleiner. Härte ist interessant. Gerissenheit natürlich. Feuerwaffen, Klingen. Ja, Seekarte. Ah. Sehe ich, was das hier für Inseln sind? Das ist Arborea. Das ist Lost Realm. Wenn ich gerade hier bin und es im Vorspann hieß, das hier wäre die letzte Bastion der Menschheit in der alten Welt, dann ist das hier die alte Welt, Caldera. Und ich meine mich zu erinnern, dass man hier irgendwelche Inseln bereisen kann. Und ich weiß gar nicht, ob hier die Insel Faranga überhaupt mit drauf ist. Von der Form her wäre es das hier. Oder vielleicht das. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er aber auch gar nicht drauf. Logbuch. Trifft den Kommandanten. Kommandant Carlos will mich sprechen. Er wartet auf dem Turm. Die Piratenkluft. Ich habe aus Faranga einen Satz alter Piratenklamotten mitgebracht. Aber solange ich zur Inquisition gehöre, kann ich sie wohl nicht tragen. Naja. Vielleicht werde ich ja doch nochmal Pirat. Aha. Auf der Karte markieren. Interessant, ich habe also 2 Questen. Naja. Achso, Logbuch öffne, da war ich ja gerade schon drin. Ja, okay, habe ich gemacht. Noch was? Kann ich ja was mitnehmen? Ist ja offensichtlich mein Zimmer. Oh, 400 Gold. Das ist lustig, wie er da sitzt und kramt. Süß. An sowas habe ich meinen Spaß. So, noch irgendwas. Hier gibt es bestimmt irgendwas Verstecktes. Ein Hühnchen. Jetzt nicht. Jetzt nicht, okay. Ach, ich kann also wieder schlafen. Was ist das hier? Das sieht aus wie Caldera in besseren Zeiten. Ein dicker Goldbeutel. Oh, 100 Gold. Schön. Offiziersschwert. Äpfel. Und nochmal. Ah, irgendwelche Nahrungsmittel werden also allgemein zu Proviant, wie es aussieht. Grog. Grog gibt's auch noch. Ja, hoffentlich übersehe ich ja nichts. Da liegt ein Stiefel unter dem Bett und irgendein aufgeschlagenes Buch. Und hier im Schränkchen, was haben wir da? Ach, da will ich doch gar nicht hin. Komm, geh wieder weg. Weg. Ah, ihr seht schon, ich spiele es blind. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Das wird sich hoffentlich noch alles geben.
Ja, gemütlich ist was anderes. Und wenn ich mal was sagen darf, lieber Held, das Bild passt so überhaupt nicht zum Rest, den ich hier sehe. Da hinten ist eine Karte. Was sieht man denn da? Da sieht man Länder und Inseln, die ich auf der Seekarte nicht gesehen habe, erstaunlicherweise. Und was sind das für getrocknete Kräuter? Ist das Kraut von Robert? Naja. Hier geht's lang. Kristallfestung gefunden. Da geht's lang. Okay. Oh. Oh, ist der Feuertitan doch entkommen? Hier geht's runter. Fass? Hallo? Fass? Nix? Schade. Juan! Gerade nicht. Okay, ich soll zu Kommandant Carlos. Na dann. Spielstand wurde erstellt. Autospeichern gibt's also auch. Das ist besonders wichtig für mich. Die Zuseher meines Let's Plays von Rissen Teil 1 werden wissen, warum. Ich kann mit dem Fass reden. Nein, natürlich mit Kommandant Carlos. Der hat seinen Kommandanten verloren, oder? Und er hat zugenommen. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten, du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Treff den Kommandanten, habe ich gemacht. Untersuche den Strand. So. Mein Lieber, bei dir mal die gleiche Übung. Kann ich noch ein bisschen ran? Oh ja. Oh. Okay. So geht das. Ich blende mal ein Bild vom Kommandanten Carlos aus Rissenteil 1 ein. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Aber die vielen Falten sind weg, wahrscheinlich weil er zugenommen hat. Okay, Kommandant Carlos, ach schön. Bekannte Gesichter wieder zu sehen. Oh, ich habe oben einen Kompass, war der die ganze Zeit schon da? Geh runter zum Strand. Na, geh runter zum Strand. Na gut. Held, du bist nass und du wirst nass. Oh, was ist das hier eigentlich? Das ist irgendein Dach. Ohne Funktion. Kann ich eigentlich wieder an Ringen ziehen? Nee, okay. Juan hat seinen Posten verlassen. Ah. Ade. Kleines Zimmerchen. Was ist das? Das Symbol der Inquisition? Was ist das? Maki-Beere? Ah, Proviant. Gut. Und? Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Du willst doch nicht ohne Waffe zum Strand gehen? Bei allem, was da in letzter Zeit so aus dem Meer gekrochen kommt. Wie ohne Waffe? Ich hab doch meinen Säbel eingepackt, oder nicht? Ich habe doch meinen Säbel. Ausrüstung? Rechte Hand? Wie mache ich das denn hier? Ah, ich muss ihm hier was anlegen. Das, was er gerade trägt, ist offenbar irgendwie nicht so wirklich ablegbar. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Ach, hier hat er eine Pistole. Ach, so geht das. Kopf, da ist ein... Nein, ich bin noch kein Pirat. Ah, okay, das mag er nicht anziehen. Nein, ich bin noch kein Pirat. Okay. Wo ist eigentlich die Ausrüstung, die du gerade trägst? Kann ich dir die gar nicht ablegen? Kann ich dich nicht hier nackig machen, lieber Held? Beine, Füße. Nein, ich bin noch kein Pirat. Na, das dachte ich mir. Ohrring? Aha, es gibt Ohrringe. Amulette, schön. Ring. Wo ist eigentlich der ganze Krempel, den du hattest? Ach, den habe ich ja alles verkauft am Ende von Rissen Teil 1. Ah. Und das hier, das trägst du, oder? Ne, jetzt trägst du es.
Ah, okay. Jetzt ist also erst dieser Bonus da. Gut zu wissen. Jetzt habe ich dir ein Offiziersschwert in die Hand gegeben. Schaden 20 bis 40 Stichwaffen. Ah ja, das Standardschwert eines Offiziers. Na gut. Ich habe eine Waffe. Gut, ich öffne das Tor. Pass bloß auf da unten. Viel Glück. Viel Glück, danke. Aber ich schaue mich erstmal hier um. Was ein guter Pirat werden will, der lässt nichts liegen. Leider kann man in die Fässer nicht reinlunzen, um irgendwas rauszuklauen. Oh, ein Türchen. Das ist offenbar nur Kulisse oder im Moment nicht zugänglich. Die Karren kommen ja auch sehr bekannt vor aus Rissen Teil 1. Was ist denn das hier? Solche Ecken kommen mir immer verdächtig vor. Vor allen Dingen solche Ecken. Hier. Da ist doch was. Da komme ich aber nicht rein. Vielleicht später. Noch eine Ecke und Kisten. Oh, 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 oh. Was sehen meine Augen? Ah, das erste Geheimnis entdeckt. Ein Goldbeutel. Wer meine Let's Plays nicht kennt, der sieht jetzt gerade meine Spielweise. Langsam, gründlich. Ey! Spinnst du? Largo, wer bist denn du? Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Wofür haben sie dich eingelocht? Ich hab mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich nur umsehen. Ja, ja, schon klar. Genau. Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Schlauer als du denkst. Beweis es. Sag was Schlaues. Wir sind alle am Arsch. Das ist schlau. Du brauchst das Gold, um die Wachen zu bestechen. Bei den Göttern. Bist du allein drauf gekommen? Du hast es ja wirklich faustdick hinter den Ohren. Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Das sehe ich ja genauso. Also nein, nein, für genau die Sache haben sie dich doch eingelocht. Und dafür soll ich dir Gold geben? Sehe ich wirklich so bescheuert aus? Ich werde dir beibringen, wie du unbemerkt da reinkommst. Und dafür wirst du mir Gold geben. Klingt einleuchtend. Gut, aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager, da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Ah, okay. Gerissen halt immer mit mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Geh mal weg hier. Jetzt muss ich mich doch ein bisschen kurz mit diesem Zeug hier beschäftigen. Charakter. Gerissenheit. Basiswert. Das Attribut Gerissenheit steigert den Grundwert der Talente Diebeskunst, schmutzige Tricks und Silberzunge. Viele Gerissenheit-Fertigkeiten können erst ab einem gewissen Gerissenheit-Wert erlernt werden. Aha. Ruhm kosten 1000. Du hast nicht genügend Ruhmpunkte, um dieses Attribut zu steigern. Aha. Was ist mit... hier... Ah, Attribute. Ach so, was ist das hier? Schmutzige Tricks.
Das Talent schmutzige Tricks erhöht die Treffsicherheit und die Wirkung von schmutzigen Tricks. Aha, Diebeskunst, das klingt gut. Das Talent Diebeskunst ist die Voraussetzung zum Öffnen von Schlössern und bestimmt den Erfolg von Taschendiebstahl-Dialogoptionen. Sowohl Schlösserknacken als auch Taschendiebstahl müssen erst als Fertigkeit erlernt werden. Schlösser öffnen und Taschendiebstahl muss ich erst lernen? Silberzunge? Das Talent Silberzunge bestimmt den Erfolg von Silberzunge-Dialogoptionen. Aha. Ich habe 550 Gold. Ich könnte ihm 500 Gold in den gierigen Rachen werfen, um was zu lernen, wie ich mich leise bewege. Was ist das hier? Fähigkeiten. Gerissenheit-Fähigkeiten. Er enthält eine Liste aller dem Attribut Gerissenheit zugeordneten Fähigkeiten. Auweia. Ach so, das muss ich lernen. So ganz habe ich noch nicht geschnallt, wie das geht, aber ich werde mal versuchen, mich reinzufuchsen. Schleichen, du kannst dich lautlos bewegen. Ich nehme an, das kann ich noch nicht, weil das hier irgendwie noch dann aufleuchten kann. Also das muss ich unbedingt lernen. Du konntest doch schon mal schleichen, kleiner Held. Was ist denn los? Ja, guck mich nicht so an. Du hast eine andere Augenfarbe, kann das sein? Am Ende vom letzten Teil hattest du knallhellgrünliche Augen und jetzt ist das irgendwie was Kastanienbraunes. Steigerung. Wenn ich schleichen lernen will, dann kostet mich das 500 Gold und einen Punkt. Nein, ich muss Gerissenheit Rang 1 haben. Habe ich. Fähigkeiten kannst du erlernen, indem du einen Lehrer findest, der sie dir beibringt. Du musst dazu die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Okay, also das kriege ich hin. Taschendiebstahl, da brauche ich mehr Gerissenheit, also auch mehr Ruhm und mehr Gold, um es zu lernen, und einen Lehrer und so weiter und so fort. Wie komme ich hier weg? Also das hier wird wichtig sein. Was ist das hier? Härte? Das sind so ein paar besondere Sachen, okay. Klingt auch ganz gut für einen Piraten. Feuerwaffen, kritischer Treffer, schön. Ja, also ich werde mich hier in den oberen austoben. Das hier werde ich weniger machen. Das passt irgendwie nicht so gut. Crew. Ah, ich habe irgendwelche Crewmitglieder. Gut. Sammlung. Okay, ich habe noch nichts gesammelt. Nun gut, also ich kann bei dem hier schleichen lernen. Und das mache ich doch gleich mal. Oh, eine Ratte. Hallo, du. Lago, komm mal her. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Ah, danke. Gelernt schleichen. Steuerung links ist schleichen. Das wird gleich mal ausprobiert. Okay. Ah, okay. Ich muss die Taste nur jeweils einmal drücken, nicht dauerhaft. Gut zu wissen. Jetzt müsste ja, nach meiner Theorie, müsste ich ja jetzt hier beim Charakter, bei Fähigkeiten, Gerissenheit. Ah ja, es leuchtet. Gut, gut, gut. Ich hab's verstanden. Zumindest in Ansätzen. Und dieser kleine Lernerfolg ist dann mal eine gute Stelle, um das erste Video zu beenden und weiter mit dem kleinen Helden. Hier im Regen geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.